Für mindestens 3 Monatsmieten eine Woche seekrank sein. Auf einem Plattenbau aus Stahl. Mit 1000 anderen, nie allein. Den Selbstbetrug von All-Inclusive glauben, weil man so viel blecht. Vom dritten Teller Schrimps aus Bangladesch ist allen schon ganz schlecht. Zu jeder Mahlzeit 3 Gin Tonics, sonst lohnt das Paket sich nicht. Man hatte erst All You Can Drink, wenn man über die Reling bricht. Auf Landgang ohne Visum darf man nur vorbestimmte Wege gehen. Zu Haus kann man dann stolz berichten, ich hab jetzt die Welt gesehen. Arbeitsplätze schafft die Kreuzfahrt. Ganz verschiedene, das stimmt schon. Der Reeder kriegt den Löwenteil, die Putzkraft nicht mal Mindestlohn. Und fällt einer von Bord, dann laufen Rettungsbootmotoren heiß. Ertrinken wird nie gern gesehen. Vorausgesetzt, die Haut ist weiß. Das mit dem CO2 ist doof. Und Ruß und Müll, ja, das wissen wir. Na, man wird sich wohl vergnügen dürfen. Ehrlich mal, das gönne ich mir. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum man da mal mit muss. Ich finde Kreuzfahrt scheiße. Und